Der Straßburger Comicautor Blötsch hat Humor. Er hat auch eine poetische und gar eine erotische Ader. Er zeichnet in Schwarz-Weiß oder Farbe und Abenteuer liebt er auch. Wie seine beiden Helden Harry und Platte, die sich seit 2015 in seinen Comics austoben. Der eine heißt Harry und ist kahlköpfig und Platte ist der mit den Haaren. Harry und Platte existierten schon 1938. Sie wurden für das Comic-Magazin Spirou erfunden, bereits für die erste Ausgabe. Diese verrückte Idee, Harry und Platte wieder aufleben zu lassen, stammt von unserem Verleger. Eine verrückte Idee, der Blötsch einen ganz besonderen Platz in seiner Arbeit einräumt. Dieses Buch ist etwas Außergewöhnliches, weil ich die meiste Zeit eigentlich alleine zeichne und schreibe. Doch für dieses Buch arbeite ich mit jemandem zusammen, der eine Geschichte geschrieben hat und außerdem mein Bruder ist. Es ist ein lebendiges Stück unserer gemeinsamen Kindheit. Das Risiko war, eine Parodie auf Harry und Platte zu machen, dass die Figuren nicht ernst genommen werden. Unser Ziel war, eine neue Geschichte von Harry und Platte zu erzählen. Ganz einfach und naiv. Ich wollte an einem Klassiker arbeiten und ihn mir aneignen. Ich wollte versuchen, das existierende Werk so gut, so treu und so respektvoll wie möglich zu interpretieren und gleichzeitig meine eigenen Ideen einfließen zu lassen. In ihrem neuen Abenteuer sind die beiden Helden mit der Suche nach Kiki beschäftigt, ganz im Stil eines Krimis. Harry und Platte haben eine Freundin namens Kiki. Ich mag sie sehr. Sie ist eine Art Mischung zwischen Monica Vitti und Mireille Darc. Jedenfalls verschwindet Kiki spurlos. Harry und Platte machen sich auf die Suche nach ihrer Freundin und ermitteln. Und so beginnt unsere Geschichte.